So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2. Ja, ich bin wieder der Endking und... Ich wollte jetzt einmal hier ein bisschen weiter erkunden, ne? Hier haben wir die Ork-Waffe gefunden in der Höhle. Die müsste da vorne irgendwo sein, ja. Und dann geht's zum... nach Korinnes. Ja, wir gönnen uns erstmal hier nach oben. Denn da waren wir noch nicht, ja. Da geht's außerdem auch zum Leuchtturm. Den anderen Weg konnten wir ja nicht gehen wegen den Orks. Orks. Vor Korinnes. Ich hab sie gesehen. Ja, ich hab sie gesehen. Aha. Ja, auf jeden Fall geht's hier wesentlich schneller zum Leuchtturm. Da oben ist er auch schon. Und ein Keiler. Ah, fucking Gott, Keiler. Schnell weg hier. Gegen den Keiler haben wir nämlich, glaube ich, keine Chance. Oder keine realistische Chance. Ich könnte es ja nachher probieren, aber... Tja. So, Scavenger haben wir hier. Oh Gott, Scavenger. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Scavenger. Oh, nee. Oh, Feuerkraut. Oh, Feuernessel. Oh, Feuernessel. Ah, Scavenger, das geht nicht. Kommt her, ihr Drecksviecher. Ja, komm her. Ich gebe euch ordentlich. Na, komm her. Ja, renn erstmal irgendwo anders hin. Zack. Und zack, und zack. Oh, bin ich gut. Oh, yeah. Baby, yeah, das geht so ab. Oh, scheiße. Oh Gott. Woher habe ich das jetzt schon wieder? Ich weiß ganz genau, aber ich sage den Namen jetzt nicht. Zwinker, zwinker. Jetzt kommen die Blutschlingen dran. Oh, hier, ob wir die Blutschlingen ordentlich meucheln können. Seht ihr noch in dieser Folge? Oh Gott. Ein Schlag, wie geil. Oh Gott, wo geht's denn da runter? Oh, da geht's zu den Orks wahrscheinlich. Wenn wir jetzt hier runtergehen, dann geht's wahrscheinlich zu den Orks. Werd ich mit. Glaub mir, ich hab jetzt hier so... Doch, das gut, kommt sicher ganz gut hin. So, die Orks, die waren doch... Das passt perfekt. Wenn wir jetzt da runtergehen, da sind da die Orks. Die lauern auf uns. Guck doch. Direkt da unten waren wir doch. Da unten ist doch die Höhle. Hier, direkt unter dem Berg hier. Psch, ist ja voll unverschämt hier, dass sie sofort... Sondern nicht mehr hier alles erkunden kann wegen den Orks. Und da sitzt doch einer. Oh, irgendeiner sitzt da. Was willst du denn, hm? Ja, guck, er steht schon auf. Er erwartet mich. Oh je, ich hab Angst. Ich krieg Angst, Mami. Er erwartet mich. Nein. Oh, Scavenger. Ich glaube, wir reden dann trotzdem doch erstmal zuerst mit ihm. Haha. Na, Bürschlein, warum sitzt hier ganz alleine? Das geht ja mal gar nicht. Bist du auch abgehauen? Wie kommst du darauf? Wieso solltest du Mutterseelen allein hierher kommen? Hier ist nichts. Ich wollte mich nur mal umsehen. Okay, tu dir keinen Zwang an. Willst du ein Stück Fleisch? Klar, gerne. Ja, gerne. Hier, beste Mole-Rat-Keule. Nach meinem Rezept. Na, wieso bist du denn hier? Hier oben habe ich meine Ruhe. In der Stadt fühle ich mich immer so eingeengt. Musst du nicht arbeiten? Alles, was ich brauche, organisiere ich mir selbst. Pfeile schnitze ich mir und Fleisch liefert mir die Natur. Du bist also Jäger? Wenn du so willst, ja. Allerdings jage ich nur, was ich brauche. Nicht um Gold zu verdienen. Aha, kannst du mir bestimmt was beibringen. Warum nicht? Ich könnte dir zeigen, wie man mit dem Bogen schießt. Ah, ne. Den Bogen wollen wir nicht schießen. Wir wollen... Naja. Bogen können sich gerne irgendwelche andere Typen in Popo stecken. Wir brauchen den Bogen nicht. Das wollte ich damit ausdrücken. So. Denn wir haben unseren Zweihänder. Und mit dem Zweihänder geht alles hier. Nichts ist unmöglich mit dem Zweihänder. Zack, komm her. Hört ihr das? Ah, das ist die Macht des Endking. Oh, zack, zack. Warme, warm. Irgendwie ist das Wetter gerade so dunkel. Komisch. Ah, oh, Scavenger. Und hier irgendwo müsste eigentlich eine Armbrust liegen. Und hab ich die, oder war die woanders? Scheiße, habe ich die Armbrust schon verpasst? Leck mich doch. Na, auf jeden Fall liegt hier eine rostige Axt. Die können wir natürlich nicht gut gebrauchen. Und ein Totenschädel lag da. Ja, gut. Dann muss das hier bei anderen Scavengers muss das irgendwo gelegen haben. Da liegt sie doch. Die leichte Armbrust, die habe ich doch gesucht. Haha, und meine verfickte Uhr hat gepiept. Ach Gott. Die piept immer, wann, wie viel haben wir? Ach, wir haben jetzt schon wieder 12 Uhr, fucking. Egal. Guck mal, ob die
Armbrust anlegen können. Nein, mir fehlen 7 Stärkepunkte. Ansonsten konnten wir die eigentlich ganz gut gebrauchen. Nein, die werde ich auch, glaube ich, auch nutzen, wenn ich dann 40 Stärkepunkte habe. Das dauert ja nicht mal so lange. Tja. Da ist aber noch ein Berg. Ja, also hier können wir noch weiter hoch, so meine ich das. Ja, wollen wir da noch mal ein bisschen reinschauen, nicht? Nicht? Ja, ja. Ich glaube, hier liegt noch irgendwie ein paar Ringe oder ein Ring oder so. Ansonsten nur Pflanzen. Fucking. Keine Ahnung. Ach, da. Doch, doch. Spruchrollen auch. Ich hoffe mal, Feuerball ist dabei. Ah, muss dabei sein. Lederbeutel, Spruchrolle. Kein Ring. Ah, aber hier eine Pflanze, Feuernessel. Oh Gott. Feuernessel. Können wir sicher gut gebrauchen, du. Hm, ganz genau. Tja, anscheinend ist hier nicht mehr so viel. Kronstöckel, ach so. Heilkraut, ach so. Heilkraut, ach so. Ja, es wird hier so langweilig. Ne, wir sehen uns dann. Wo sehen wir uns dann? Ja, ich denke mal wieder in der Stadt. Um den Händlern Bescheid zu sagen, dass wir die Banditen hier unter uns hier fertig gemacht haben. Tja. Ja, bis gleich. Tschüssi. So, dann bin ich mal gespannt, was sie hier zu sagen haben. Wer wurde... Ja, der hier. Harkon, genau. Harkon wurde von den Banditen überfallen. Ich habe die Banditen erledigt. Ich habe die Banditen erledigt. So? Das kann ja jeder erzählen. Hast du einen Beweis? Soll ich nochmal zurückgehen und in die Köpfe abschlagen? Nein, ich denke, das wird nicht nötig sein. Ich glaube dir. Damit hast du den Händlern und der Stadt einen großen Dienst erwiesen. Hier ist das versprochene Gold. 100 Gold, yeah, baby. Wieso trage ich eigentlich meinen Zweiler? Ah ja, jetzt fühle ich mich sicher. Okay. Hat er irgendwas zu sagen? Nee, ach nee, das war ganz anders, was ganz anderes. Okay. So, Nago hatte uns gesagt, wir sollten jetzt ihm das Paket bringen, das Baltram gehört, aber wir werden ihm einen Strich durch die Rechnung ziehen und einfach Lord André davon erzählen. Lord André, Nago wollte jetzt das Paket für sich. ja. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Nago hat Baltrams Boten getötet. Nago hat Baltrams Boten getötet. Er wollte mich als neuen Boten benutzen, um sich die Lieferung von Akil abzugreifen. Dieser Kerl wird seine gerechte Strafe bekommen. Ich werde ihn sofort einsperren lassen. Hier, nimm das Kopfgeld, das dir zusteht. Alles klar. Das ist doch gut. Und jetzt, falls ihr euch wundert, dass ich hier so schnell swoopen kann. Ja, ich benutze den Marvin, um schnell voranzukommen, sonst dauert es mir zu lang hier mit den Wegen, weil das wirklich langweilig ist. Okay, Baltram, wir haben dein Paket. Kannst du haben. Ich habe die Lieferung von Akil. Ausgezeichnet. Endlich kann ich wieder frische Waren anbieten. Hier sind deine 50 Goldstücke. Cool. So, dann haben wir alles ordentlich gelöst. Ach ja, wir haben noch diesen Zettel bei den von Halvor gefunden, ne, dass er die Banditen versorgt mit nicht orthodoxen Waren, wahrscheinlich. Ja, sprechen wir mal mit ihm dann, ne? Bis gleich. So, was hast du dazu zu sagen? Zu dem Zettel, den wir gefunden haben bei den Banditen. Ich glaube, dieser Zettel gehört dir. Was? Lass mal sehen. Ich habe so einiges gehört. Tja. Okay, ganz ruhig bleiben. Hör zu, du hast gewonnen. Ich habe die Waren von den Banditen weiterverkauft. Aber kein Grund, direkt damit zur Miliz zu gehen, oder? Wir können uns doch ganz bestimmt einigen, oder? Ja, dann lass mal dein Angebot hören. Dann lass mal dein Angebot hören. Also gut, ich sag dir was. Ich kann dir mehr verkaufen als nur Fischer. Wenn du mir diesen lächerlichen Zettel überlässt und die Sache vergisst, dann werden wir bestimmt gute Handelspartner, hä? Ja, was sollen das denn für Waren sein? Ach ja? Was für Ware soll das sein? Nun, ich kann dir ganz besondere Fischer anbieten. Nicht nur gewöhnliche zum Essen. Du meinst solche wie der, in dem auch deine Nachricht versteckt war? Noch mehr Ärger. Du hast es erfasst. Ich habe einige solcher Fische. Okay, dann denke ich mal. Einverstanden. Okay, einverstanden. Ich denke, wir können diese Sache für uns behalten. Danke. Wenn du mal wieder in der Gegend bist, schau vorbei. Ich habe bestimmt ein paar interessante Sachen für dich. Alles klar, dann zeig mal deine Fische.
Zeig mir deine Fische. Wir wollen uns mal ein paar gönnen hier. Irgendwas ist in diesem Fisch versteckt. Okay, alles klar. Guck mal, was er uns gegönnt hat. Was er uns gegeben hat. Wir gönnen es uns ja. Okay. Leichter Fisch. Drei Dietriche, ja. Ring. 50 Gold, oh. Kugeliger Fisch. Und Erzbrocken, ah, cool. Alles klar. Ich denke mal, das ist doch annehmbar, ne? Wir haben ja schon, wie viel Gold haben wir? Ach, wir haben schon 2000 Gold, ja. Reicht ja auf jeden Fall fürs Erste nicht. Tja. Ich könnte... ja. Ich glaube, ich mache den Trick jetzt hier auch nochmal. Mit... ach Gott. Mit hier Stärke nochmal. Das nehme ich auch ab 30, ne? Ich lasse auf jeden Fall bis 29 schon mal trainieren. Bring mir was bei. Okay. 26. 27. 28. Und 29. So, wenn ich wieder ein Level aufgestiegen bin, dann kommt die Stärke wieder hoch. Mit 5, ne? Dann habe ich 34. Obwohl ich ja jetzt auch schon ein bisschen mehr haben kann, durch Ringerkraft und so weiter. Ah, alles klar. Tja, was machen wir denn jetzt? Ich könnte ja... ah, ich weiß, ich habe eine gute Idee. Ich kenne da einige Leute... nein, die Wolfsheim wollte ich nicht... Rot 2, also... ich kenne einige Leute, die Schulden bei einem bestimmten Lema haben. Was ist das denn jetzt? Tja, den wollen wir mal einen Besuch abstatten. Lema der Schuldenfall, der Geldfaller, ja, hier. Wir leihen uns Geld von ihm und dann... ahaha. Wie sieht's aus? Wie viel willst du? Was heißt, wie viel? Ich bin der Geldverleiher und du kommst zu mir. Was wirst du schon von mir wollen? Geld natürlich. Gut, dann probiere ich das jetzt einmal. Wenn nicht, dann muss ich den Speicher nochmal laden. Leih mir Geld. Klar. Wie viel willst du haben? Ich berechne 20%. 200 Goldmünzen. 200 Goldmünzen. Das ist eine Menge Geld. Morgen sehe ich dich hier wieder und das Geld auch. Verstanden? Quatsch. So, jetzt wollen wir das mal probieren, wie ich das vorhatte. So. So, komm her, Junge. Viele haben durch dich Schulden, Junge. Und ich will ihre Gunst kriegen. Tja, mal gucken, was jetzt... so. Apfel und sein Schuldenbuch. Haha. Können wir uns natürlich auch... Silberteller und so weiter. Ah, geil. Goldener Kelch. Oh ja, gönnen wir uns auch. Nein, Hilfe. Aua, aua, aua. Nein, 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 nein. Ich habe nichts gemacht. Alarm? Wieso Alarm? Ich bin doch im Hafenviertel. Sag jetzt nicht, dass ich jetzt hier mit der Miliz Probleme kriege oder was. Aua. Hey, ich werde angegriffen. Hilfe. Ah, nein. Was, der will mich auch töten, oder was? Gott, die wollen mich beide töten. Was soll das? Was habe ich getan? Lord André, Hilfe. Scheiße. Alarm! Gott, die schreien die ganze Zeit Alarm, ey. Hilfe. Was ist jetzt los? Lord André, was habe ich getan? Gut, dass du kommst. Du wirst des Diebstahls bezichtigt. Es gibt Zeugen. Ich werde so ein Verhalten in der Stadt nicht dulden. Du wirst eine Strafe zahlen müssen, um dein Verbrechen wieder gut zu machen. Wie viel? 50 Goldstücke. Na gut, machen wir das. Ich will die Strafe zahlen. Ich will die Strafe zahlen. Gut. Ich werde dafür sorgen, dass es jeder in der Stadt erfährt. Damit wäre dein Ruf einigermaßen wiederhergestellt. Hab ich vielleicht gerade einen Schrecken bekommen? Oh. Lema Schuldenbuch haben wir noch, oder? Ja, das haben wir noch. Da steht drin, wer genau Schulden hat. Torben, 200 Goldmünzen. Koragon, 150 Goldmünzen. Und Hanna, 250 Goldmünzen. Ah, ja. Den können wir dadurch ihr Gewissen erleichtern. Ja, das machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Ah, ja. Ich bin der Endgang. Wir spielen Gothic 2. Ja, bis dann. Tschüssi.